Aber bisher muss ich sagen, ganz ehrlich, gefällt mir richtig gut. Ist super interessant, Informationsdichte, schön gefilmt, geile Schnitte, gefällt mir richtig gut. Also ich find's super unterhaltsam. Aber es kam gerade ein guter Tipp aus der Community, wo wir lange nicht mehr drin waren, beim guten Joe. Und zwar hat Joe einen Vierteiler hochgeladen, Marsch durch die Todeswüste. Ich glaube, ich hatte einen Trailer von gesehen oder sowas. Wie war denn das? Irgendwas habe ich schon ein bisschen gesehen, oder? Er hatte was in einem anderen Video schon mal gesagt, das wir gesehen haben. Lass mal reingehen, oder? Teil 1 von 4. Wir gehen ganz entspannt rein, Leute. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie rumzustressen oder keine Ahnung was. Ich möchte mir einfach nur entspannt ein schönes Outdoor-Turn-Video vom Joe angucken. Marsch durch die Todeswüste, Teil 1 von 4, die Expedition Transsalar de Uyuni? Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwo in Südamerika war, kann das sein? Irgend so ein See, der recht weit oben war, aber wird er sich gleich sagen. Wir gehen rein. Komm, let's go. Wir sollen hier nicht herkommen. Wir sollen nicht herkommen. Soweit wir es verstanden haben. Peligrosa. Sonst sind wir tot wie Hunde. Ich würde es, dass wir. Das ist doch Poison von Shai, den haben wir doch gerade gesehen. Der sitzt doch beim Joe am Start. Genau das vorhaben. Okay. Oh, sieht nach Abfuck aus. Projekt Transsalar. Hey, krass, sieht geil aus. Jetzt würde er im Himmel laufen, ne? Es gibt gar keine Horizontlinie. Irgendwie. Marsch durch die Todeswüste. Na, geil Auf gemacht. dem Altiplano, einer Hochebene in Bolivien, liegt auf 3600 Metern Höhe der Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Erde. Wir möchten ihn überqueren und bringen dabei nicht nur uns selbst in höchste Lebensgefahr. Das ist Gregor. Gregor ist Maschinenbauingenieur, ich kenne ihn aus meinem ersten Studium und ist etwa 30 Jahre alt, als ich mit ihm auf einer offenen Ladefläche in Richtung Gebirge fahre. Und das bin ich, Joe, damals ebenfalls etwa 30 Jahre alt und Biologe, Autor, Abenteurer und ich mache gerade auf 5000 Metern Höhe Tee aus Kokablättern. Nice. Auf dem Herflug sind uns mindestens ein Zelt und einiges an Ausrüstung verloren gegangen. Das kenne ich irgendwoher, wenn die Scheiße nicht ankommt. Geil, lass mal hier kurz gucken. Das ist in Bolivien sind sie. Auf jeden Fall schon mal nice, da bin ich ja mal ein Riesenfreund davon. Machen leider die wenigsten. So ein bisschen so Karteneinblendungen und sowas. Ich finde, jetzt hat man gleich so ein Gefühl dafür, okay, Bolivien, ne, wo ist das ungefähr auf der Welt? Südamerika, der Salzsee. Man weiß schon die Höhe. Sehr schön Informationssicher, gefällt mir gut. Versuchen sie wiederzubekommen. Wir sind fast jeden Tag am Flughafen und lassen danach suchen. In der Scheiße. Zwischenzeit versuchen wir, die wichtigsten Gegenstände zu reparieren, zu ersetzen und Proviant einzukaufen. Wir sind im Frühjahr unterwegs, am Ende der Regenzeit. Hier kann es jeden Tag einige Stunden extrem regnen. Wir wissen, dass der Regen das Vorankommen auf der planen Salzfläche extrem schwierig machen kann. Wir möchten den Salzsee allerdings mit einer leichten Wasser. Alter, wie das aussieht, total surreal, ne? Weil es wie so ein Spiegel ist. Guckt euch das mal an. Krass. Fläche überqueren. Das Ah, ermöglicht. sorry, jetzt habe ich nicht verstanden, was wir machen. Machen kann. Wir möchten den Salzsee allerdings mit einer leichten Wasserfläche überqueren. Das ermöglicht uns im Notfall Flüssigkeit zu besorgen und zweitens ist es die einzige Möglichkeit, über den größten Spiegel der Erde zu laufen. Hä? Geil. Habe ich noch nie was von gehört. Was mich interessieren würde, aber das kommt bestimmt gleich, das Thema, wenn er das quasi trinken will und das ein Salzsee ist und da eine kleine Wasserlache drauf ist, dann ist es doch bestimmt übel salzig. Da brauchst du irgendwas zum Entsalzen. Während wir warten, dass der Regen aufhört, ersetzen wir so viel wie möglich unsere Ausrüstung. Besonders gefährlich ist, dass ein Teil unseres Zeltgestänges irgendwo am Flughafen zwischen Santa Cruz und La Paz verloren gegangen ist. Wir werden auf dem Salar de Uyuni komplett exponiert sein. Ohne ausreichend stabiles Zelt sind wir verloren. Geplant war außerdem, dass das verloren gegangene Aluminiumgestänge bei einem Blitzeinschlag unser Leben retten kann. Wir sind gerade in La Paz. Wir sind vor 2 Tagen angekommen und kurieren hier ein bisschen die Höhenkrankheit aus. Wir sitzen hier bei Kukkatee und bauen unsere Sulki zusammen. Der Sulki ist ein kleiner und leichter Handwagen, eine Eigenproduktion, mit dem ich schon viele Wüsten durchquert habe. Habe ich noch nicht gemacht, hatte ich immer schon mal auf der To-Do-Liste zu stehen. Ich
weiß nicht, ob Sulky jetzt die Marke ist oder ob man generell solche Sachen so nennt. Ich kenne das so als Rucksackwagen oder so, aber wird das gleiche sein. Ja, ist ganz geil, weil du damit natürlich noch mal ein bisschen mehr oder andere Sachen oder anders transportieren kannst. Gibt es, glaube ich, so Halterung für den Rucksack oder nur so ein Gurt für die Hüfte. Oder du nimmst sie halt in die Hand. Interessant, interessant, interessant. Ja. Mit ihm ist man in der Lage, den Wasserbedarf von mehr als einer Woche mit sich zu führen. Ah, okay. Die absolute Voraussetzung, bevor wir uns zu Fuß in diese tödliche Wüste wagen können. Ja, das sieht irgendwie beschissen aus und erinnert mich ganz leicht an Serbien. Alter. Der bolivianische Salzsee Salar de Uyuni hat wenig mit einem See gemein. Er besteht aus 10.000 Quadratkilometern Salz. Darüber eine dünne Schicht ätzender Sohle. Wir haben unseren Wasserbedarf angepasst auf Akklimatisierung, Höhe und Leistung genau berechnet. Sollte uns das... Ah, warte, ich ahne schon was. Warte mal, pass mal auf. Auf Akklimatisierung, Höhe und Leistung genau berechnet. Guck mal hier, das ist doch eine Destille, oder nicht? Hier ist ein Topf, das sieht für mich nach einem Eigenbau aus, krass. Hier ist ein Topf, dann geht's hoch, dann hier in diese Kupferspirale zum Abkühlen. Das heißt, die werden wahrscheinlich das Wasser, das salzige Wasser, Salzwasser, was sie da finden, abkochen, destillieren und dann vielleicht nochmal mit irgendwas anreichern. Weil rein destilliertes Wasser ist ja, kannst ja nicht trinken, fehlen die ganzen Mineralstoffe. Vielleicht machen die dann irgendwas rein, so Brausetablettenmäßig, Pulver oder halt wieder ein bisschen Salz hinzufügen, okay? Berechnet. Sollte uns das Wasser ausgehen, haben wir nur eine Chance. Mit Hilfe eines Expeditionskochers können wir destillieren. Geil. Im Notfall füllen wir die konzentrierte Salzlösung in den Topf, dichten den Deckel ab und erhitzen alles. Krass. Die Konstruktion muss eine aktive Kühlung haben, damit wir auf dieser Höhe überhaupt etwas Süßwasser gewinnen können. Geil. Und das Ganze ist so ein Benzinkocher, Multifuel-Kocher. Kannst, glaube ich, mit Benzin, Diesel, irgendwas von der Tankstelle auffüllen, wenn ich mich nicht irre. Genau, musst du mal pumpen, damit genug Druck da ist. Durch die große Höhe kocht nach... Ah, guck mal, und dann hat er diese Spirale nochmal extra im Wasser zum Kühlen. Wenigen Momenten das Wasser und wir können auf der anderen Seite das trinkbare Destillat auffangen. Allerdings beginnt ebenso schnell das Kühlwasser zu kochen. Obwohl diese Konstruktion kompliziert und der Vorgang energieaufwendig ist, ist es die einzige Möglichkeit, im Notfall an Süßwasser zu kommen. Umkehrosmose, ein Vorgang, bei dem unter Druck Süßwasser hergestellt wird, ist bei dieser Salzkonzentration nicht möglich. Während Wasser... Das habe ich nicht verstanden. Was, Umkehrosmose? Sein Homie ist Ingenieur und er Biologe. Jetzt noch einen Chemiker dazu und man hat die perfekte Voraussetzung, um sich Dinge zu bauen. Okay, alles klar. Das ist wieder meine Community. Er macht sich jetzt eine Salzkartoffel. Ey, Leute, kommt. Auf dem Salar de Uyuni steht, kann die Oberfläche von Fahrzeugen nur am Rand befahren werden. Ach, die fahren da auch. Verlassen wir den Umkreis von 10 Kilometern vom Rand, auch Pampa genannt, wird uns niemand mehr helfen können. Das bekannte Salzhotel Las Banderas, etwa 20 Kilometer auf dem See, wird unsere letzte Anlaufstelle und Rettungsmöglichkeit sein. Wir werden vollständig ohne elektrische Geräte auskommen müssen. Navigieren werden wir ganz klassisch mit Karte und Kompass. Ja gut, navigieren sollte wahrscheinlich nicht so ein Problem sein, oder? Wenn du einfach nur straight rüber gehst, aber vielleicht wollen sie auch irgendwie so einen Bogen laufen, so sahst du zumindest am Anfang bei der Karte aus, ne? Ebenfalls haben wir keinerlei Kommunikationsmittel dabei. Das Telefonnetz ist hier nicht ausreichend ausgebaut und wir verzichten auf jede Art von Satellitenkommunikation. Das Risiko ist dadurch natürlich höher. Entsprechend gut sind wir vorbereitet und trainiert. Karten haben wir unmittelbar in La Paz vom Militär bekommen. Ach krass. Sie sind hoch aufgelöst, aber nicht wasserfest. Wir sichern sie gegen die Feuchtigkeit der Regenzeit mit transparentem Haarlack. Okay. Also das ist schon, da merkt man da, die Jungs haben sich ja Gedanken gemacht. Finde ich gut. Das sind viele, viele Einblicke, die man, finde ich, so jetzt nicht bei den klassischen anderen Outdoor-Touren hat. Neben unserer Hauptkamera haben wir eine kleine Kamera dabei, mit der wir Luftaufnahmen machen können. Aufgrund der dünnen Luft auf über 3500 Metern Höhe besteht nicht die Möglichkeit, einen Quadrocopter oder eine Drohne zu verwenden. Warte mal, ganz kurz. Das muss ich nochmal zurück. Dabei, mit der wir Luftaufnahmen machen können. Aufgrund der dünnen Luft auf über 3500 Metern Höhe besteht nicht die Möglichkeit, einen Quadrocopter oder eine Drohne zu verwenden. Hä, aber du kannst doch ganz normal, wahrscheinlich ist die Technik damals, von wann waren das? Weil heutzutage kannst du ja da easy mit einer Drohne fliegen.
Aber wenn er auch Quadrocopter sagt, ist das auch schon alt, ich weiß es nicht. Ist das so ein Re-Upload-Ding? Ich glaube, das ist schon älter gewesen, ne? Obwohl, er hat ja auch gesagt, er war da 30. Die Frage ist tatsächlich, ob das Voice-Over, was die ganze Zeit drüber liegt, jetzt neu gemacht worden ist oder ob das auch von damals ist. Weil ich glaube, fast irgendwas hat er doch gesagt, dass, glaube ich, diese Serie, dieser Film auch mal im Fernsehen lief oder sowas, ne? Aber bisher muss ich sagen, ganz ehrlich, gefällt mir richtig gut. Ist super interessant, Informationsdichte, schön gefilmt, geile Schnitte, gefällt mir richtig gut. Also ich find's super unterhaltsam. Wir versuchen es mit einem Expeditionsdrachen. Ein Expeditionsdrachen und dann Kamera dranhängen oder was? Allerdings verhindert der böige, absolut unkalkulierbare Wind, dass wir den Drachen richtig fliegen lassen können. Die gemachten Aufnahmen stellen... Ah, guck mal hier, okay, von 2008. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Ist das real mit 2008? Aber wahrscheinlich schon, ne? Ja gut, okay, das ist natürlich schon, ja. ...in sich später als komplett unbrauchbar heraus. Zudem landet der Drachen und damit unsere kleine Kamera beim ersten Versuch auf dem Salar in der Salzlauge. Jedes elektrische Gerät, das auch nur einen sehr kurzen Kontakt zu dieser Salzlauge hat, ist funktionslos. Wir selbst müssen uns gegen diese Lauge schützen. Die Feuchtigkeit in den Schuhen, auf den Händen oder in den Augen führt sofort zu Entzündungen und Geschwüren. Geil. Außerdem müssen wir uns gegen die extrem aggressive Höhensonne schützen. Ja. Egal wie heiß es unter der Äquatorsonne wird, wir müssen fast ständig Sturmmaske und lange Kleidung tragen. Ja. Die große Höhe macht nicht nur uns zu schaffen. Auch Fahrzeugmotoren verbrennen nicht richtig. Wir nehmen einen der alten, rusenden Busse, um aus La Paz herauszufahren. Unser Ziel sind die Berge im Norden. Wieder mal auf der Pickup-Ladefläche. Herrlich. Wir nutzen die Zwangspause, um uns an die dünne Luft und die Sonnenstrahlung in den Anden zu gewöhnen. Zum Gewöhnen an die Höhe nutzen wir das Climb High and Sleep Low. Wir besteigen am Nachmittag den Berg Cerro Saturno und verbringen einige Stunden auf fast 5000 Metern Höhe. Boah, krass. Übernachten werden wir wieder in La Paz auf schon fast angenehmen 4000 Metern Höhe. Auf diese Weise kann sich der Körper schneller an die Höhenkrankheit gewöhnen. Wir beide kommen aus dem Rheintal. Im Vergleich dazu befinden wir uns jetzt fast 5 Kilometer höher. Die Höhenkrankheit macht sich seit Tagen durch starke Kopfschmerzen, Schwindel, Atemlosigkeit und leichte Verwirrung bemerkbar. Ah, was ist das hier, ein roter Wanderführer? Merkbar. Bolivien, klar. Vor allem die Möglichkeit, Gefahren zu erkennen, darf auf unserer Tour nicht eingeschränkt sein. Wir haben uns überlegt, dass es eine gute Idee ist, dass wir uns zum Akklimatisieren noch ein bisschen in die Höhe bewegen. Wir sind hier etwas unterhalb, also etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels des Cerro Saturno, genau, auf etwas unter 5000 Metern. Wir wollen hier nicht weitergehen, weil der Schnee zu tief ist und wir vielleicht in einer Stunde oder sowas schon mal wieder auf... 82 ist er geboren, habt ihr gerade nachgeguckt oder was? 2008 wurde ich eingeschult. Auch geil, Alter. Wenn Leute aus dem Chat schreiben, 2008 wurde ich eingeschult und Joe war einfach in der Salzwüste unterwegs zu dem Zeitpunkt. Herrlich. Dann wäre er jetzt 41. Er sagte im Video, er war knapp 30 Jahre alt und die Kamera zeigt 2008, 2023 bis 11. Ist auch scheißegal. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, man sieht es auch ein bisschen an der Videoqualität. Die sieht halt so ein bisschen oldschool-mäßig aus, ne? 84er Baujahr, hat jetzt jemand geschrieben. Kann ja gut sein, ne? Auf dem Rückweg sein sollten, aber die 2-3 Stunden hier auf über 4500 Metern Höhe dürften ganz gut sein für die Konditionen, die wir auf dem Salar mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen. Die Sonne hier oben, die gibt schon mal einen Vorgeschmack auf das, was wir in der Nähe von Uyuni zu erwarten haben. Sobald die Sonne rauskommt, riechen die Kleider wie geröstet. Wir sind hier nicht nur auf 4000 Metern Höhe oder 4500 Metern Höhe, sondern auch noch direkt unterm Äquator oder fast unterm Äquator. Und die Sonne ist ja schon ziemlich intensiv. Also ohne Brille könnte ich vielleicht 10 Meter laufen und würde dann irgendwo im Schnee liegen bleiben. Jetzt machen wir erstmal uns einen Coca-Tee, die Medizin der Einheimischen gegen Höhenkrankheit. Und danach machen wir uns an den Abstieg.
Durch die dünne Atemluft steigt der Blutdruck in Hirn und Lunge. Es droht erhöhter Wasserverbrauch, Einschränkungen in der Kondition, Hirn- und Lungenschäden und im schlimmsten Fall der Tod. Schön, wie sachlich er das so erzählt. Ja, es drohen Hirn- und Lungenschäden und im schlimmsten Fall der Tod. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter, nachdem wir so einen Coca-Tee getrunken haben und gucken, dass wir unser Zeltgestänge reparieren. Abhilfe schaffen neben Medikamenten und natürlichen Kräutern wie Coca nur die Gewöhnung an die Höhe. Während jeder unserer kleinen Schritte eine Qual ist, haben sich die Bewohner der Anden gut an die Höhe angepasst. Ja klar, wenn die da leben halt. Mit Melone und vielen Röcken bekleideten Cholitas bewegen sich am steilen Hang. Wie geil, Alter. Ziegen. Mega. Unser Warten hat ein Ende. Eines Morgens kommt die Überraschung. Die Polizei bringt die entwendeten Ausrüstungsgegenstände in unser Hotel. Ach krass. Die beschwerliche Reise nach Uyuni, dem Startpunkt unserer Expedition, kann endlich weitergehen. Ja, geiles Projekt, cooles Video, hat mir richtig gut gefallen. Also klar, war jetzt auch ein kurzes Video, aber ansonsten war super unterhaltsam. Das fand ich richtig stark. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht, was sie erleben. Was ich mir halt vorstellen kann, dass es vielleicht ein bisschen eintönig ist, halt über diesen Salzsee zu laufen, weil es halt immer gleich ist, wahrscheinlich so. Es ist halt immer flach. Du guckst immer bis zum Horizont so, aber ja, 150 Kilometer mit dem Wagen, was werden die da machen? Wenn die ja, sag ich mal, so 30 Kilometer am Tag machen, dann brauchen die 5 Tage für wahrscheinlich so, ne? Wäre jetzt so, was ich aus dem Bauch ausschätzen würde. Ja, aber schönes Video. Sehr cool.